Ich erzähle was über die Achsensymmetrie und Punktsymmetrie und mache so ein paar Beispiele. Die Beispiele werden zwischendurch einfach, aber am Schluss wird es nochmal spannend. Also dabei bleiben, wer sich für Transfer interessiert. Der Trick ist immer gleich, ich mache f von minus x und schaue, ob ich dann das Gleiche bekomme. Dann bin ich achsensymmetrisch zur y-Achse oder genau das Negative. Dann habe ich eine Punktsymmetrie zu 0, 0 oder nichts davon. Dann habe ich vielleicht eine Symmetrie, aber keine Symmetrie zur y-Achse oder zum Punkt 0, 0, irgendeine andere Symmetrie oder gar keine Symmetrie oder irgend sowas. So, erstes Beispiel, hier bin ich. Gleich mal so ein Bruch. Ich setze da f von minus x ein, so, und mein Ziel ist folgendes. Also ich möchte jetzt wissen, bekomme ich die gleiche Funktion nochmal, dann bin ich achsensymmetrisch oder genau das Negative davon, Punktsymmetrie oder nichts. Also einsetzen. Für x ersetze ich durch minus x, so, und x, ich mache die Klammer auch, wenn es nicht notwendig ist. Also ich habe jetzt dieses x durch minus x ersetzt, dieses x durch minus x und dieses x durch minus x. Und jetzt geht es weiter, so, minus x mal minus ist plus, also habe ich hier x Quadrat minus 4 und da unten ein minus x. Jetzt so ein bisschen Bruchrechnen, 1 durch minus 2 ist das gleiche wie 1 durch 2 ist ein halb oder es ist minus 1 durch 2. Das Minus ist immer negativ, minus ein halbes. Und deswegen kann ich jetzt dieses Minus vor dem Bruch schreiben. Und dann bekomme ich Minus, Klammer auf, x Quadrat minus 4 durch x. Und jetzt sehe ich, ich bin bei diesem Fall. Ja, das mache ich mal weg, ein bisschen Platz. Also ich habe Punktsymmetrie ist gleich Minus f von x. Daraus folgt punktsymmetrisch. Fertig, nächstes Beispiel. Das ist jetzt hier so eins der einfachsten Beispiele. Ich rechne es trotzdem vor. Und zwar, ich habe hier, ich mache wieder das System, also g von minus x, dann setze ich das ein, minus x hoch 4 plus 2 mal minus x Quadrat plus 5. Also ich habe hier lauter gerade Exponenten und das riecht schon nach Achsensymmetrie, weil minus mal minus ist plus und hoch 4, das geht auch so. Also ich habe jetzt hier ist gleich x hoch 4 plus 2x Quadrat plus 5. Also ich bekomme genau das gleiche wieder raus, ist g von x. Und daraus folgt eine Achsensymmetrie. Fertig, nächstes Beispiel. Schaut auch wieder einfach aus, aber ich würde dabei bleiben. Ja? Also ich habe hier ungerade Exponenten, da wo ein Einser ist, das ist auch, also wenn nichts da ist, denke ich mir eine 1, auch ein ungerader Exponent, jetzt setze ich es ein. So, h von minus x ist minus x hoch 5 minus minus x hoch 3 plus 2 mal minus x ist gleich so. Minus mal Minus ist Plus und nochmal mal Minus ist Minus. Also das ist hier ein Minus x hoch 5 plus x hoch 3 minus 2x. Und jetzt kann ich hier so ein Minus ausklammern. Also dann habe ich hier Minus, Klammer auf, x hoch 5 minus x hoch 3 plus 2x. Dann kann man so die Probe machen. Minus ja, mal Plus, das gibt es Minus. Minus mal Minus gibt Plus. Minus mal Plus gibt es Minus, passt, richtig gemacht. Und dann sehe ich, das ist ja das gleiche wie Minus h von x. Und daraus punktsymmetrisch. Gut. Es riecht danach, wie wenn diese ungeraden Exponenten immer eine Punktsymmetrie ergeben würden, ist aber nicht so. Ich sage ja schon dabei bleiben, so. Also radieren. Ich brauche nur eine kleine Veränderung und dann zerreiße ich gleich die Punktsymmetrie. Nämlich, ich mache mal hier so ein Plus 3. Und jetzt wieder h von minus x. Das ist ja dann, ich überspringe das eine, minus x hoch 5 plus x hoch 3 minus 2x plus 3. Das heißt, ändert sich, ui, bleibt gleich. Ja, wenn ich jetzt hier das Minus ausklammer, ja, ist gleich Minus, dann stimmt das nicht, dann wird hier ein minus 3 draus. Dieser Dreier sorgt dafür, dass es nicht mehr punktsymmetrisch ist zum Ursprung. Ich erzähle das gleich nochmal, da wurde alles um 3 Meter nach oben verschoben. Aber jetzt so ein bisschen Hintergrund und dann der Transfer, das geht so. Also wenn ich jetzt hier habe ich so eine Parabel. Ne? Und hier f von 1 ist 1 und f von minus 1 ist auch 1. Also wenn es für jedes x gilt, f von 2 ist 4 und f von minus 2 ist auch für alle x, dass f von minus x gleich f von x ist, naja, dann sind die hier achsensymmetrisch. Und an der Stelle eine Punktsymmetrie. Also da habe ich jetzt genau andersrum. F von 1 ist 1 und f von minus 1 ist minus 1. Und wenn es immer so gilt, ja, f von 2 ist 8 und f von minus 2 ist minus 8, dann sind sie punktsymmetrisch zu diesem Ursprung. So, und jetzt wieder
der übliche Transfer, wenn es dem Lehrer zu langweilig ist, macht er noch einen Transfer. Und zwar das, was wir oben hatten. Jetzt, wenn ich hier, das ist ja die Funktion y ist x hoch 3, so eine typische punktsymmetrische Funktion. Ich könnte ja die nach oben schieben. So. Ja, y ist x hoch 3 plus 1, einen Meter nach oben geschoben. Jetzt funktioniert diese Punktsymmetrie zu diesem Ursprung nicht mehr, aber es ist punktsymmetrisch zu einem neuen Punkt, zum Punkt 0, 1 und man argumentiert über das Verschieben. Würde ich jetzt die blaue Funktion wieder einen Meter runterschieben, wäre es punktsymmetrisch zum Ursprung, deswegen ist es vorher punktsymmetrisch gewesen zu diesem Punkt. Ich könnte sogar noch ein bisschen rechts-links schieben. Ja, bei der Parabel geht es auch. Ja, die kann ich jetzt da so rüberschieben, da mache ich jetzt ein y ist gleich x minus 3 in Klammern zum Quadrat, dann habe ich so drei Einheiten rübergeschoben und dann ist sie nicht mehr symmetrisch zu dieser y-Achse, sondern symmetrisch zu der Achse x gleich 3. Ja, das ist meistens, wenn man es ein bisschen schwieriger machen möchte, der Transfer. Gut, aber das Schema ist immer Schema, nicht da bin ich, Schema ist immer hier, f von minus x und schauen, was passiert. Drei Fälle gibt es.